Ein gläubiger Mann sagte einmal zu mir, dass er trotz all seiner ernsthaften Bemühungen und religiösen Werken und der Zugehörigkeit in einer Gemeinde nie zu der inneren Ruhe gekommen ist, von der er doch in der Bibel gelesen hatte. Kennst du das auch? Gehen wir einfach mal von dem Fall aus, dass du ab jetzt nur noch 5 Minuten zu leben hättest. Was ist jetzt noch wichtig? Wo geht die Reise nun hin? Ist deine Ewigkeit geklärt? Hoffst du nur, nach deinem Tod errettet zu sein? Oder bist du es jetzt schon? Hast du die Gewissheit deines Heils? Hast du den Frieden mit Gott? Oder wirfst du all deine Hoffnung auf deine religiösen Werke und dass diese dir wohl den Weg geebnet haben könnten? Hast du Heilsgewissheit, die Vergebung deiner Sünden? Schon jetzt? Es geht hier nicht um dein äußerliches Bekenntnis in der Öffentlichkeit, sondern wie sieht es in deinem Herzen aus, in der Stille vor dem Angesicht Gottes, deinem Schöpfer? Bist du bereit, deinem Schöpfer zu begegnen? Und zwar jetzt? Nein? Trotz all deiner Religiosität hast du keinen Frieden mit Gott? Du fürchtest den Tod, da deine Ewigkeit ungewiss ist? Was ist dein Glaube dann wert, wenn du in dieser Angst lebst, trotz deiner Religiosität verloren zu gehen? Ist dies nicht ein elender Zustand? Gibt es diese Gewissheit überhaupt? Ja, es gibt sie. Aber nicht in Kirchen, Sekten, Gemeinden und anderen Glaubensrichtungen. Auch kein Priester, Pfarrer, Pastor oder Bibellehrer kann dir diesen Frieden geben. Deshalb kümmere dich darum, solange du noch Zeit dazu hast. Denn deine Zeit läuft ab. Zeit ist Gnade. Psalm 90, Verse 1 bis 12. Herr, Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, gleich wie ein Gras, das doch bald welk wird, das da frühe blüht und bald welk wird und des Abends abgehauen wird und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm,
dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre. Und wenn's hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor solchen deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.